Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch erklären, warum ihr keine Operation für Endometriose benötigt oder 10 Gründe, die gegen eine Operation wegen Endometriose sprechen. Heute geht es um die Diagnostik der Endometriose, also dem Nachweis der Endometriose. In vielen Lehrbüchern steht und viele Ärzte behaupten es, dass der Nachweis der Endometriose nur durch eine Bauchspiegelung möglich ist. Das halte ich ziemlich für schwachsinnig. Und wenn dann noch jemand behauptet, für eine Behandlung muss man zuerst den Nachweis einer Endometriose mittels Bauchspiegelung erbringen, dann finde ich das noch schwachsinniger. Wenn ich solche Aussagen höre, kann ich mich manchmal richtig darüber aufregen. Und versteht mich nicht falsch, ich operiere häufig Frauen mit Endometriose und ich mache das grundsätzlich auch gerne. Aber für eine Operation braucht es immer einen guten Grund. Es müssen beide einverstanden sein, das heißt die betreffende Frau und ich als Operateur, und man muss sich jede Operation grundsätzlich gut überlegen. Es gibt mindestens 10 Gründe, warum es nicht unbedingt sinnvoll ist, bei Endometriose zu operieren. Erstens, das Problem bei Endometriose sind Schmerzen und möglicherweise eine eingeschränkte Fruchtbarkeit. Es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Problemen und der Ausdehnung der Endometriose oder der Art der Endometriose, wobei auch die Art der Endometriose bis heute ja nur sehr wenig unterschieden wird. Zweitens, die Endometriose beinhaltet neben dem Vorliegen von Endometriose und Adenomiose auch eine Art Fehlfunktion der Gebärmutter des Uterus. Die Gebärmutter hat eine dicke, starke Schicht aus glatter Muskulatur. Diese glatte Muskulatur braucht es natürlich, um bei der Geburt durch Wehen das Kind auf die Welt zu bringen. Diese glatte Muskulatur hat aber auch eine Peristaltik. Eine Peristaltik ist eine wellenartige, gerichtete Bewegung einer glatten Muskulatur, zum Beispiel im Darm oder im Harnleiter, um das, was in einem Hohlorgan drin ist, zu transportieren. In der Gebärmutter wird zum Beispiel das Menstruationsblut und die Zellen, die bei der Menstruation abgebaut werden, durch eine Peristaltik nach außen transportiert. Aber nach dem Geschlechtsverkehr werden zum Beispiel auch Spermien nach oben transportiert, durch die Eileiter zu den Eierstöcken, und die Eizellen werden durch die Eileiter vom Eierstock her in die Gebärmutterhöhle transportiert. Es konnte gezeigt werden, dass bei Frauen mit Adenomiose und Endometriose eine sogenannte Dysperistaltik besteht. Das heißt, die Peristaltik der Gebärmutter funktioniert nicht so, wie sie eigentlich normalerweise funktionieren sollte. Was funktioniert nicht richtig? Einerseits sind diese koordinierten Wellen schlechter koordiniert, so dass der Transport zum Teil schlechter funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, der dazu beiträgt, dass gewisse Frauen mit Endometriose und Adenomiose Probleme haben, schwanger werden zu können. Das zweite Problem ist, dass bei Frauen mit Adenomiose und Endometriose die Frequenz der Peristaltik höher ist als bei Frauen, die diese Erkrankung nicht haben. Es konnte gezeigt werden, dass in der Gebärmutter von Frauen mit Adenomiose und Endometriose auch viel höhere Drücke zustande kommen. Den Druck kann man in Millimeter Quecksilbersäule, kurz Millimeter Hg, messen. Das ist die Einheit, mit der wir auch den Blutdruck messen. Und in der Gebärmutter konnten bei solchen Frauen Druckwerte bis 300 mm Hg oder sogar etwas darüber gemessen werden. Zum Vergleich, der mittlere Blutdruck liegt bei 100 mm Hg oder ein bisschen darunter. Das bedeutet, dass in der Situation, wo sich die Gebärmuttermuskulatur so stark zusammenkrampft, überhaupt keine Durchblutung mehr in der Gebärmutter möglich ist. Das wiederum macht auch Schmerzen, weil wir wissen, dass Gewebe, das nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist, zusätzlich Schmerzen macht. Es ist also nicht so schwierig, sich vorzustellen, dass eine Gebärmutter, die so hohe Drücke aufbaut, auch starke Schmerzen verursacht, und das unabhängig davon, ob wir im Bauchraum Endometrioseherde finden oder nicht. Der dritte Grund, der gegen eine Bauchspiegelung bei Endometriose spricht, ist die Tatsache, dass feine Endometrioseherde auf dem Bauchfell, die häufig vorkommen, übersehen werden, weil sie schwierig zu erkennen sind. Eine Operation bringt also häufig gar nicht unbedingt die Diagnose oder noch schlimmer, eine negative Diagnose, also die Behauptung, dass die Krankheit nicht vorliegt, wenn sie tatsächlich vorliegt. Der vierte Grund ist, dass auch die Erkennungsrate in der Gewebeuntersuchung, in der Pathologie, nicht besonders gut ist.
Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in den besten Fällen die Erkennungsrate von Endometrioseherden in der Pathologie, wenn das Gewebe, das entfernt wurde, aufgearbeitet wird, bei etwa 75% liegt. Es kann also gut sein, dass selbst wenn Endometriose gefunden wurde und entfernt wurde in der Operation, dann in der Pathologie die Diagnose nicht gestellt werden kann und daraus der Fehlschluss gezogen wird, dass gar keine Endometriose vorliegt. Eine sogenannte negative Histologie bedeutet also noch lange nicht, dass auch keine Endometriose vorliegt. Und wenn wir bedenken, dass sowohl das Erkennen während der Operation als auch der Nachweis nach der Operation eine so große Rate an verpassten Fällen haben, dann ist es doch eigentlich absurd zu fordern, dass wir unbedingt eine Bauchspiegelung machen müssen, um die Endometriose nachzuweisen. Der fünfte Grund ist, dass es einfach sehr häufig ist, dass solche Beschwerden durch Endometriose verursacht werden. Wenn bei Frauen im sogenannten reproduktiven Alter, das heißt zwischen erster und letzter Menstruation in der Zeit, wo der Zyklus aktiv ist, Unterbauchschmerzen haben oder andere Symptome, also Beschwerden, die typisch für Endometriose sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass diese durch eine Endometriose verursacht werden, zumal es nicht so viele Möglichkeiten gibt an Erkrankungen, die solche Bauchschmerzen erklären können. Der sechste Grund ist, dass eine Operation alleine zum Nachweis, dass eine Endometriose vorliegt, aus meiner Sicht völlig sinnlos ist, weil, wenn man schon eine Operation macht, damit auch eine Therapie verbunden werden sollte. Der siebte Grund ist, dass auch mit einer Operation, wo alle sichtbare Endometriose entfernt werden konnte, die Beschwerden damit häufig nur für eine relativ kurze Zeit besser werden. Häufig ist es auch so, dass es schlicht und ergreifend nicht möglich ist, die Endometriose restlos zu entfernen. Zum Beispiel, wenn feine Herde auf dem Eierstock vorliegen oder auch wenn eine Adenomiose vorliegt, denn die Adenomiose per se können wir ohne die Gebärmutter zu entfernen nicht entfernen. Manchmal sind die Schmerzen nur ein paar Monate besser und kommen dann schon wieder zurück. Eine klare Aussage dazu, wie schnell Endometriose nach einer Operation wieder zurückkommt, kann allerdings nicht gemacht werden. Erstens ist diese Situation sehr individuell und zweitens ist die Datenlage dazu sehr unklar, was nicht untypisch ist für die Datenlage rund um Endometriose. Der achte Grund ist, häufig ist es sinnvoll, eine Endometriose hormonell zu behandeln. Die Behandlung einer Endometriose ist häufig sehr effizient, wenn sie mit einer Gestagenpille durchgeführt werden kann. Es ist dann nicht nötig, noch zusätzlich eine Operation zu machen, weil wir ja die Endometriose schon behandeln. Die Wirkung der Hormontherapie ist nicht schlechter, wenn wir nicht vorgängig operiert haben. Hier muss ich eine kleine Klammerbemerkung machen. Gestagenpillen verursachen häufig Nebenwirkungen. Das ist ein wesentliches Problem in der Behandlung der Endometriose. Aber als Schmerztherapie und als Behandlung für die Endometriose wäre, abgesehen von den Nebenwirkungen, die Gestagenpille eigentlich eine sehr effiziente Form. Auf die Nebenwirkungen werde ich allerdings in diesem Video nicht eingehen, aber dazu sicher später einmal mehr. Kommen wir zum neunten Grund. Der neunte Grund ist, dass grundsätzlich die Schmerzen behandelt werden müssen. Und wenn ich Schmerzen habe, die sehr stark für eine Endometriose sprechen, dann macht es auch Sinn, diese zu behandeln wie eine Endometriose. Es ist daher nicht notwendig, vorher eine Bauchspiegelung zu machen, um nachzuweisen, dass es tatsächlich eine Endometriose ist. Der Nachweis der Endometriose durch eine Bauchspiegelung ändert schlussendlich am Ansatz der Behandlung nichts. Und zum zehnten Grund, eine Operation sollte man nie leichtfertig indizieren, das heißt, man soll immer einen guten Grund finden, warum eine Operation gemacht wird. Jede Operation hat gewisse Risiken und mögliche Auswirkungen, die zwar bei Endometriose-Operationen relativ selten sind, aber halt von der Patientin, von der Frau, die operiert wird, trotzdem in Kauf genommen werden müssen. Es muss abgeschätzt werden, ob der erwartete Nutzen einer Operation mit dem Risiko vereinbar ist, das man in Kauf nehmen muss. Mein Fazit: Niemand soll sich leichtfertig operieren lassen, nur um nachzuweisen, dass eine Endometriose vorliegt oder nicht. Wenn entsprechende Symptome, also Beschwerden, vorliegen, ist es häufig schon sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine Endometriose handelt und es gibt kaum andere Erklärungen, welche solche Beschwerden erklären können. Eine Behandlung kann dann direkt begonnen werden. Natürlich gibt es Situationen, wo eine Operation Sinn macht und dann auch durchgeführt werden soll, aber das muss man jedes Mal sorgfältig diskutieren. Es kann natürlich auch sein, dass gerade eine Operation eine sinnvolle Behandlung einer Endometriose sein kann, aber das ist nicht eine allgemeine Aussage, die in jeder Situation zutrifft.
Hören wir also auf, das Dogma weiter zu verbreiten, dass eine Endometriose nur durch eine Bauchspiegelung diagnostisch gesichert werden kann. Und nur ganz kurz. Die Diagnosestellung geschieht vor allem über das persönliche Gespräch, die Anamnese und den Ultraschall. Aber dazu gerne ein anderes Mal mehr. Wir müssen die Endometriose ganzheitlich verstehen und da ist der histologische Nachweis, also der Nachweis in der pathologischen Untersuchung, häufig nur nebensächlich oder nicht von Bedeutung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen meinen Standpunkt zum Thema Endometriose, Nachweis und Operation näher bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like, ein Abo. Eure Kommentare sind mir herzlich willkommen und wenn ihr Fragen habt, kann ich die gerne in einem weiteren Video aufgreifen. Bis zum nächsten Mal.